Hey mein werter Freund, meine werte Freundin von Stay on Fire. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist David und ich möchte dich heute ermutigen, kein Alibi-Glauben zu führen. Wir alle wissen, Masken sind wichtig. Aber ganz ehrlich, manchmal nerven sie auch tierisch. Und man springt schnell in den Supermarkt rein und was macht man? Man zieht so ein bisschen alibimäßig die Maske hoch, einfach damit man keinen Ärger bekommt. Etwas eigentlich Gutes wie Maske tragen wird alibimäßig gemacht, um keinen Ärger zu bekommen. Und ich glaube, so oft geht es uns auch mit dem Thema Gebet so. Wir haben Angst, dass wenn wir nicht beten, dass wir Ärger bekommen von Gott und deswegen beten wir schnell ein bisschen alibimäßig, aber unser Herz ist gar nicht dabei, sondern wir sagen es einfach nur mit unseren Lippen. Wir können die Gewohnheit abhaken. Ich glaube, dass Gott sich wünscht, dass wir nicht alibimäßig beten, sondern dass wir ehrlich beten. Ich glaube, ein guter Startpunkt ist Ehrlichkeit. Wenn du gar keine Lust auf Gebet hast, dann komm doch mal zu Gott und sag, Gott, ich habe heute gar keine Lust. Schenk mir doch wieder neu ein Herz, was dich sucht und liebt. Das habe ich so oft gemacht mit Beten oder Bibellesen. Und Gott hat immer wieder was an meinem Herzen getan. Ich möchte dich einladen, ein ganz neues Bild von Gott zu bekommen. Gott ist nicht der böse Gott, der dich ärgern will, sondern Gott ist der liebevolle Vater, der dich einlädt zur Gemeinschaft mit ihm. Und Ehrlichkeit ist der Punkt, mit dem du diese Reise, diese Beziehung beginnen kannst. Ich möchte dich so ermutigen, pack die Alibi-Gebete weg. Pack Ehrlichkeit auf den Tisch und deine Beziehung zu Gott wird aufbauen.